So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tagtraum 98. Ja, wir haben auch einen kleinen Traum durch den Leichenraum, denn dort soll man durch, um hier aus dem Krankenhaus zu verschwinden. Na, Operationssaal war es nicht. Meine Vermutung liegt nochmal nahe hier, weil ganz schnell weg. Operationssaal, gestorben, ganz schnell weg. Und meistens sind die ja im Keller. Die toten Menschen. Also. Ja. Aber die Frage ist, wo? Und da sind auch die Leichenwagen, können runterfahren. Direkt ins Parkhaus. Weiß nicht. Und dann von da aus direkt zum Friedhof. Ah, ich finde gut, dass alle Zombies tot sind und wieder weggeräumt werden. Die Frage ist, wir sind ja schon das ein oder andere Mal drinne gewesen. Wo wäre denn jetzt hier ein Leichenschauhaus? Hopp. Oh, waren die Lichter auch schon vorher an? Ich glaube schon. Oh Gott! Digga, wirklich? Warum immer hier unten? Warum kriegen wir hier so eine Hallo-Klapse hier unten in den Keller? Jetzt bumm gemacht. Lass das sein. Das ist meine Frau. Such dir eine eigene. Da, da. Leichenhaltschlüssel verwendet. Wow, mit zwei Türen. Das lieben wir ja total, ne? Es geht hier raus mit Leichenschmaus. Oh Gott. Sind alles nur Fantasie-Zombies. Aber trotz all dem gehe ich mal davon aus, dass uns auch die Fantasie-Zombies uns verletzen können. Oh, ich finde dich auch zum Kotzen. Das war kein... Was? Er bewegt sich noch. Was jetzt nicht? Was? Who is this? No, this can't be happening. Not again. Ja, ja. Ein Hallo-Traum im Leichenraum. So. Hier, da können wir auch rein. Yes. Yes, sir, I can boogie. Oh, ja. Mittlerweile bin ich aus dem Heckmeister, ne? Hey! Stell dich hinten an. So, was habe ich jetzt eingesammelt? Habe ich nicht mitgekriegt. Nur weil der hier so einen Wind gemacht hat. Ob man sich die Audioprotokolle auch mal anhören muss? Ich würde sagen, der blutet nicht aus, aber ohne Kopf, naja. Dann macht er halt nicht mehr viel. Er hat noch eine Knarre in der Hand. Oder tut das nur so aussehen? Tut das nur so aus? Ah ne, er ist eine ganz steife Hand, hat er einfach.
Ein steifes Händchen. Okay. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. 24 Stunden sind vergangen, seit sich Raven während der Rückkehr seiner Einheit nach Kindside aus dem 4RGO-Delta-Hubschrauber gestürzt hat. Glücklicherweise hat der Captain den Sturz überlebt, weil er durch eine Dachluke im Obergeschoss einer Wohnung im Stadtzentrum gefallen ist. Das Atemgerät umschloss Ravens Nase und filterte dabei die Giftstoffe in der Luft heraus, von denen die Bewohner in Kindside betroffen waren. Kapitel 3 Folie de? Was weiß ich? It's killing me. What the hell happened? I'm still alive. HQ, this is Raven. Do you copy? Over. Code 11. I say again, code 11. This is emergency. Shit, the radio's out. With one disastrous move away from checkmate, an unexpected hand reached out. A forgotten player would make their triumphant return to the game. I just hope the Major's still alive. We should find a way to contact him. Be alive. Okay. Ugin Munin Raben. Oh. Jo, uns geht's wahrscheinlich nicht ganz so klasse. Mal Computerspielen hier. Haben wir auch was da? Jo, das ist doch schon mal klasse. Damit können wir was anfangen. Hello? Is anybody here? Nee, yes, this is... I'm a Hexacorp pilot. I was in a crash. Anybody? Hello? Hello? Death Horizon. The Stone. Es gab doch einen Film, auch um die 80er rum, um die 80er, 98 rum, das hieß Deep Horizon, ne? Inland. Gab es nicht einen Outland oder Copland? Invader Studios. Ah, das ist wahrscheinlich so ein Entwicklerstudio für Games und so ein Scheiß. Ah. Wollte nochmal hier oben etwas abchecken. Invader Studios, okay. A Coke? Ah, ein Apple. Bücher-Tür auflassen, das kostet Strom. Hör mal, hier ist ein Energy Drink, das den man nimmt. Bringt er uns irgendwie wieder oben auf? Ja. Werden wir dadurch Hilti? Wow, voll die Energy Drink Werbung. Warte mal. 3, 4. 2. Davon werden wir hielt. Durch einen Energy Drink, Leute. Oh, warum nicht, ne? Das sagen immer alle Leute, Energy Drinks sind schlecht, ne? Aber andersrum ist der Fall. Andersrum wird ein Schuh draus. Noch ein bisschen mal was gucken, glaube ich. Hier so durchgebankt. Hier können wir auch noch mal durch. Bei Rusty. Rusty, Baby! Der hat noch für 98 hat er ziemlich topmoderne Monitore hier, ne? Na gut, topmodern auch nicht. Der hat hier auch nichts. Dachte, hier könnte man irgendwie so ein Special oder so ein Scheiß. Aber ne, hö? I can't breathe.
It's too much smoke. Jesus. What happened here? What a mess. Na, das ist ja jetzt echt Pech, ne? Ach ja, hier. Ach du meine Güte. Was? Ja! Yeah. Wage dich durch die Stadt. Ja, ja. Na, Blondie? Was habe ich denn dazu für Waffen? Was ist das denn so? Ja, das ist die dann. Okay. Ah, total Resident Evil halt, ne? Total, muss ich sagen. Oh God. I hope this hasn't afflicted the entire town. Sakakumara. Ein China-Restaurant mit japanischen Wurzeln. Was? Was? Wie? Ach. Ja. Vorbei. Bist du bescheuert? Dieser Motherfucker, Alter. Alter Schwede. Digga. Ich hab mir bei einer Pipi in das Höschen gemacht. Angst-Pipi in der Hose jetzt hier immer. Ja, use das doch endlich. Meine Güte. Vorarbeiterausweis, ne, siehst du. Zusatzstoff. Okay. Help Shark? Heißt es also Help Shark? Achso, ja doch, tatsächlich so. Ja, Digga. Warum sieht es aus wie beim Häuptling? Ich verstehe es nicht. Es ist echt Stunden, nachdem sie sich verwandelt haben. Die Zombies sind zum größten Teil schon fast skelettiert. Und die Stadt sieht aus wie Lumpi, Alter, ehrlich. Geil sieht's aus, ne? Grafikmäßig und so. Motivation. Lass mir nicht liegen. Wusstest du schon, hast du Motivation? Ich wollte gerade sagen, Zombies verkloppen andere Zombies. Moment, das ist unfair. Wie ist das möglich? Ich hab die voll das Gesicht weggeschossen, alle. You're an ugly son of a bitch. Das ist unfair. Voll unfair. Hör mal. Die Blind Side, eine satirische Untergrundzeitung, die in den Vororten von Kindzeit verbreitet wird. Die Ausgabe trägt den Titel Vertraut dem System nicht. Das System überwacht euch. Nicht nur das.
Sie werfen auch biologische Waffen über euch ab. Boah, das sind doch alles Sachen. Damit würde ich doch... Die mehr Hildi werden hier. Jägermeister. Oh geil, ich bin hier zu Hause. Das ist toll. Schnapsladen. Jaha. I used to love this place when I was off duty. Especially on Fridays. Man, I could use a drink. Genau. Jaha. Polizei. Ja, hab ich gar nicht gesehen. Sollte doch eigentlich reichen, oder? Reicht immer noch nicht. Immer diese besoffenen Weiber, die kriegen das nicht mit, wenn die eine Kugel im Kopf kriegen, ne? Lady. Dann stehen noch welche, aber ich suche tatsächlich Munition. Und ich hoffe ja, wenn ich mich in die gegensätzte Richtung hinbewege, dass mich dann Munition einfangen wird. Hör auf! Warum? Dumme Alarmanlage hier. Toll, solche chemischen Spritzen, aber ich brauche Motivation, Leute. Leute, Leute, Leute. Das ist Krankenhaus, oder? Nee. Taste it Japanese. Okay. Wir sollen Japaner essen, alles klar. Unnötiges Rumgehupe hier. Okay. Oh, hier gab es ein leckeres Fest. Clear Water. Okay. Und hier lecker Brötchen und hier wird Gas gegrillt. Less than a day to turn this town into a nightmare. This place will never be the same. Okay, bleib liegen. Ah! Kommt noch einer. Ja. Hier gibt es nichts. Hier gibt es nichts. Hier gibt es. Oh ja, das mache ich auch gleich. Hier kannst du da hinstellen. Ich komme gleich, wenn ich hier fertig bin. Nee, nee. Ja, oh. So was Ekliges. Wer macht dann sowas? Das ist voll Resident Evil 2, Leute. Oh, guck mal, er hält sich noch die Hand vom Kopf. Oh nein, das war voll dumm. Okay, warte, jetzt habe ich mir die Brille selber schief gemacht. Das war auch ziemlich dumm. So. Ja. Das ist wirklich wie bei Resident Evil 2. Du kamst nur durch den Bus. Woanders durch. Bus übrigens, ne? Oh, immer stirbt der Busfahrer, ne? Es ist die Titelseite des Kinzin Herald. Die Schlagzeile bezieht sich auf eine Reihe von Verschwinden im Zinnoberwald. Es scheint, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt, sondern um Verschwinden, das mit der Zeit eskalierte. Ja, ich denke nur an Raccoon City Forest. Aber ganz im Ernst, das ist... Warum stirbt der Busfahrer? Oh, immer die Busfahrer. Aber... Voll die Platzverschwendung. Das könnte noch eine Sitzreihe sein. Aber ich gucke erstmal, was da oben ist. Nichts. Road closed. Road closed. Ja, alles klar. Ja, tatsächlich. Also, das ist tatsächlich doch sehr, sehr Resident Evil-lastig, das Spiel, ne?
Aber bei Resident Evil gab es wenigstens einen Bus noch Munition. Hier nicht. Oh, ich habe Kraut gefunden. Ach nee, ist ein Benjamin? Nur ein Fiskus. Nee, ist ein Benjamin, ne? Boah, das Licht blendet gerade heftig doll. Die Sonne ist voll Elle rumgekommen. Oh, super. Ja, super. Ist immer toll, wenn man zwei Kugeln erstmal in die Wand schießt, bevor man den Zombie erledigt. Blödsinn, ey. Tom G, meine Güte. Was ist denn das? Da komme ich nicht an. Hier kommt die Sonne. Wir warten eigentlich auch noch schnell einen Speicherpunkt und dann hätten wir das. Los, Raven. Beweg dich. Boiler Room. Muss man da direkt Tür an Tür... Ah, nein, es gibt hier... Hallo. Wo von hinten? Da, der hat Motivation. Endlich. Gib her. Und du bleibst liegen, hast du verstanden? Da ist doch was drin. Oh, ich habe wieder grünes Kraut gefunden. I can't remember the last time I saw this court so empty. Was ist das? Used to practice out here religiously. Ah, das sind diese Dinger. Das sind diese Giftgas-Dinger. Wisst ihr, was jetzt hier noch fehlt? Wenn hier jemand zu groß hinterherläuft und sagt, Stars. Stars. Oh, crap. Scheiße, leer. Hands up. Meine Fresse. Das war ja unnötig, das Ganze hier, hä? Stars. Stars. Okay. So. Oh, guck mal. Die Kaugummikugel ist voll. Hello. Oh, hier ab im Keller, wa? Und was finden wir hier? Motivation. Moment. Ich hab gesagt, du sollst liegen bleiben, Diggilein. Ja. Wow. Was geht mit denen? Na, hat er wahrscheinlich Hunger gehabt, ne? Kleiner Imbiss. Nimm mir mal dieses. Alter, habe ich mich jetzt gerade voll erschrocken, ne? Da habe ich vergessen, dass der da saß. Lass mal dran schnüffeln. Dann werden wir selber zum Zombie. Ja, klar. Jetzt wissen wir auch, warum wir durch den Keller da müssen. Weil hier brutzelt es. Nicht, dass es mal so die Sicherung rausspringt oder so ein Scheiß. Nein, nein, es brutzelt auf ewig da unten. Moment, sind wir von hier gekommen? Nein, nein, wir sind von da drüben gekommen. Da. Oh, wir noch da. Was ist das denn? Also, nein, voll der Dings-Easter Egg, Mann. Das ist die kleine Mary von... Und er hat doch den Kopfschuss. Wie heißt denn das noch? Von Man in Black. Man in Black. Was ist das denn, Alter? Mega Easter Egg. Super cool gemacht. Freut mich. Heißt sie Mary oder Susie? Nee, weiß ich nicht mehr, wie die hieß. Mhm. Ich finde auch die Monster, die dabei sind. Jo, der hat keinen Bock mehr gehabt. Ey, das ist ein Waffenladen. Warum nehmen wir uns den ganzen Schritt nicht mit? Eine Axt. Was können wir uns noch mit? Wenn hier so eine... Schrotflinte. Warum Schrotflinten? Warum kriegen wir nicht was Vollautomatisches? Vollautomatische Schrotflinten. Bum, bum, bum. So, Schrotflinte. Sehr nice. So, nehmen wir noch. Ja, ja. So, Kinderchen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Reinschalten. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.